Ja, ne, war eine schöne Runde. Ups. Wie sie mir da wieder reinlabert. Egal. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Freitag der 13. mit Shiva, wie ihr bestimmt schon gehört habt. Es passiert auch immer wieder. Ja. Ja, Mensch, im letzten Part war ich ja noch Killer, jetzt bin ich wieder ein ganz braves Opfer. Ja, ein ganz braves Opfer. Dafür ist Wengi BM-Killer. Ich bin ein braves Opfer. Boah, sind die hier am Langsprinten, ey. Ja, das ist echt scheiße. Die wollen einfach nur noch schnell in ein Haus. Ja. Haus. So in der Art wie, das ist mein Haus. Ja, super. Bringt dir überhaupt nichts, wenn der Mörder dich dann dadurch da sofort findet. Das ist schon schlecht. Na ach gut. Ja. Chloe, oh, ich hab die Fuse. Oh, jetzt schon? Ja, ich habe schon die Fuse gefunden. Jetzt bräuchte ich nur noch das Haus für die Fuse. Und dann haben wir's. Dann hätte ich die Polizei. Hui, eine Map, können. Wie schön. Na gut, wo könnte jetzt das Fuse-Haus sein? Vielleicht oben im Kringel? Geh da mal zuerst gucken. Mach das. Obwohl, ich habe immer ein bisschen Angst, in den Kringel zu gehen. Ja, da oben ist auf jeden Fall mal das Auto, aber... Och, fuck, der Mörder ist schon da. Bist du im Kringel? Nee. Nein, ne? Gut. Bist du vielleicht beim Phonehaus? Ich bin relativ in der Nähe des großen Hauses. Der Mörder ist ja auch in der Nähe, aber... Jemand anders hat den auf dem Kieker. Okay. So, ich gehe mal hier durchs Haus und guck mal, ob ich da was finde. Nö. Keine Fuse-Station. Oh Gott, ja, ey, ich möchte hier weg. Aber ich traue mich nicht, mich zu bewegen, weil das mich sonst findet vielleicht. Du schaffst das. Überlebe. Also tatsächlich stehe ich gerade nur auf einen Fleck und warte, dass die Musik aufhört. Ich meine, im letzten Part wollte ich dich noch töten. Töten? Jetzt überlebe, bitte. Nee, der hat mich schon gesehen. Ich muss hier weg. Oh, hey, Mörder, ich bin direkt in die Hände, deine Hände gerannt. Lululululululu. Bist du tot? So, dann... Nee, ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh, hier ist das Tommy-Haus. Ist interessant. Okay. So. Tür zu. Tür zu. Wo ist nur das Fuse-Haus? Oh, es könnte auch das einzelstehende Haus sein. Das ist es. Bestimmt. Da gehe ich jetzt hin. Die kümmern sich hier gerade vielleicht ums Auto. Boah, hier ist fast jedes Fenster verrammelt. So, meine Hoffnung, ich renne jetzt in das nächste Haus. Ist der immer noch hinter dir? Ja, der ist immer noch hinter mir her. Gott. Ah, Hilfe. Aua, Hilfe. Vor allem... Ach nee, der ist da unten. Ah, das hier ist das Fuse-Haus, glaube ich. Ja. Oh mein Gott, es ist das Fuse-Haus. Und oh mein Gott, er hat sich fallen dahingelegt. Ernsthaft? Das schaffe ich alleine gar nicht. Bräuchte mindestens zwei Messer. Die Tür hat er auch schon rausgeschlagen. Und hier liegt auch die Batterie. Yay! Okay. Er hat sogar schon alle Wände hier rausgeprügelt in dem Haus. Also er hat das ganze Fuse-Haus bearbeitet. Dass man auch hier nicht die Polizei rufen kann.
Jetzt, wenn man wollte, man könnte gar nicht. Weil der wird da mit Sicherheit sehr drauf achten, dass hier jemand die Polizei ruft. Ich hab so Angst, ich hab so Angst. Direkt vor meinem Bett geht hier voll schlimme Sachen ab. Ja, das Blöde ist nur, wenn ich jetzt in eine Falle trete, dann wird er wahrscheinlich hier hinkommen und mich jagen. Nicht mehr euch. Okay, er nimmt mein Bett. Jetzt bin ich tot. Der hat jedes Bett durchprobiert. Das ist jetzt blöd. Oh, ich bin schon tot. Ich auch gleich. Ich habe überlegt, ob ich nochmal schnell vorkrabbeln soll und versuche rauszukommen, aber... Nein, jetzt bin ich auch tot. Echt? Ja. Ich sag ja. Oh, shit. Ich sag ja, wenn ich da in die Falle trete, ich hatte gehofft, dass, wenn er noch in der Kill-Animation ist, dass die ein bisschen länger dauert, dass ich dann noch abhauen kann. Oh, schade. Ach, scheiße. Okay, gucken wir mal bei den anderen. Jetzt hat er auch direkt eine neue Dings gelegt, eine neue Falle. Neue Falle. Hughes ist hier definitiv keine Variante mehr zum Entkommen. Was hat der denn jetzt da? Is that a person? Wartet der jetzt ernsthaft hier an meiner Leiche? Weiß ich nicht. Der steht hier immer noch an meiner Leiche. Echt jetzt? Oder Jarvis? Ja. Komm her, there is a shotgun. Komm, komm. Komm, Mann, there is a shotgun. Ja, da liegt nämlich die Fuse. Die könnte man mitnehmen und direkt in der Nähe vom Fuse-Haus halt. Ja, jetzt haut er ab. Jo, Mann, komm her. There is a shotgun here. Ja, leg doch deine Shotgun draußen hin, damit der sich die nehmen kann. Und hol du die andere Shotgun. Take care, oh take care. What happened? Look, there is a shotgun, but there is a trap. Leg doch deine hin einfach! There is no window. You can avoid the trap by the left side of the trap. You can avoid him by the left side. Okay, sollen die mal machen. Na gut, gucken wir uns den anderen mal an. Der hat nämlich Gas in der Hand, was der so Schönes macht. Ja, eine andere von Petri. Wieso? Ach so, der hat die Batterie. Ja. Hat irgendeiner... Ach ja, Tommy rennt hier schon. Ja, Tarkastorf hat das Gas, aber der wird jetzt gerade vom Mörder gejagt und gemessert. Ja, das ist ja doof. Ja. Gut, okay, der ist tot. Lass ihm doch seine Augen. Ich guck da gar nicht hin. Haben die jetzt echt Messer benutzt, um die Falle zu entschärfen, um an die Waffe ranzukommen? Das weiß ich nicht. Echt, haben die? Nö, der eine ist doch dran vorbeigelaufen immer. Nein, die haben das gerade wirklich. Ich habe das nur kurz eben beobachtet. Nee. Ja. Und die haben tatsächlich ein Messer benutzt. Wieso tut man sowas? Weiß ich nicht. Und jetzt verstecken sie sich im Busch oder was? Ja. Beide haben eine Shotgun und verstecken sich jetzt im Busch. Was sind das für Tiere? Ganz klasse, ne? Oh Mann. Bei solchen Leuten. Vielleicht haben sie einen höheren Plan, den wir nicht verstehen. Wer weiß. Sowas finde ich auch total dumm. Ich bin jetzt gerade bei Tron Petrit am gucken. Wenn die Leute in das Haus rennen und die Türen alle sperrangelweit aufstehen lassen, weißt du? Er muss jetzt alles zumachen. Ja, das ist normal geworden mittlerweile, weil die Leute echt schnell am Anfang da durchrennen, um so viel wie möglich halt einzusammeln oder vor allem das gute Zeug einzusammeln. Die lassen sich da halt keine Zeit mehr. Ah, da bin ich noch altmodisch. Aber wir haben hier die beiden mit dem Killerspaß. Ah, ich sehe es gerade, ja. Dann gucken wir uns doch die beiden an. Das ist mit am lustigsten. Genau. Oh, ach, der ist tatsächlich... Nein. Ach, ich wollte gerade sagen, der steckt in der Falle fest. Hoppa! Wow, na, das war gut, ey. Ja. Ja, Tommy, der hat hier deine Schrotflinte auch nichts gemacht. Nee. Ach, und der andere ist ja schon tot. Jetzt der hatte auch die Schlüssel. Okay. Tommy hatte die Schlüssel. Jetzt kann Tron Petri gar nichts mehr machen, weil das Gas liegt irgendwo in der Gegend rum. Ja.
Die Schlüssel irgendwo. Im Haus. Mhm. Die Fuse sowieso. Ja, der Fuse liegt am Fuse-Haus. Jetzt kann Tron Petri nichts mehr machen. Ja. Außer 10 Minuten überleben, aber das ist dann teilweise das echt schon wäre heftig. Ein bisschen. Ja. Ja, dann sollten wir vorher einen Cut machen, auf jeden Fall. Mhm. Nee, ich glaube aber nicht, dass das jetzt so lange hält. Dafür ist der Mörder. Jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, dafür ist der Mörder nämlich schon viel zu schnell jetzt gewesen, als dass der jetzt noch 10 Minuten für eine restliche Person braucht. Ja, der ist wirklich schnell gewesen. Ja, ne? Können sich die Mörder nicht mal ein bisschen die Ruhe antun, so wie ich? Ja. Ich habe fast 20 Minuten gebraucht, um die Leute zu killen. Ich finde das gut, wenn das lange dauert. Mhm. Schnell alle umbringen, ist doch langweilig. Mit der Falle in der Tür ist auch nicht immer so vorteilhaft. Manchmal kommst du schon gar nicht mehr aus der Tür halt raus, ne? Mhm. Oh, dieses blöde Messerzeugs, wirklich. Aber wieso rennt er denn auch die ganze Zeit noch immer ja, voran? Keine Ahnung. Ich würde da weggehen. Oh, der ist tatsächlich durchgekommen. Ja. Bei mir sind die Firecracker vor uns auch so spät losgegangen erst. Achtung, du rennst in deine eigene Falle. Oh Mann. Anyone, alle tot, Leute. Alle tot. Er hat eine neue Falle gelegt. Wieso? Vielleicht hat er sich gesagt, ich fange jetzt mal ein Häschen. Ja. Ich fange jetzt mal ein Häschen. Oh nein, das war nichts. War die falsche Seite. War eher falsche, falsche Seite. Richtung, falsche ja. Richtung. Der steht vor dir. Der steht vor dir. Ja, genau. Was? Was soll der machen? Okay, Waffe ist kaputt und der ist nicht tot. Ich frage mich, an was das liegt. Das, also ja gut, wahrscheinlich an der Stärke halt, ne? Männer können halt eher stunnen als Frauen, weil die wahrscheinlich dann die Punkte mehr in Stärke haben. Also die Kerle halt. Aber trotzdem finde ich es unfair, dass man noch nicht mal als Frau theoretisch die Chance hat, den kaputt zu machen. Das geht halt nicht. Naja, manchmal hat man ja schon das Glück und kann ihn ja, dann manchmal schon. Ach, das war mal wieder eine schlechte, deprimierende Runde. Ja. Leider. Naja. Leider, leider. Wir haben jetzt, also meine Zeit steht auf 13 Minuten 50. Ja, dann machen wir das wieder so, sonst wird es wieder so mega lang. Ja, das stimmt. Vor allem, haben schon wir so viele lange zwei, drei Versuche brauchen, so wie ja, das letzte Mal. Stimmt. Oh, der hat aber auch echt alle gekillt. Wirklich 8 von 8. Also es war schon ein guter Killer. Und dann hat er es auch echt schnell gemacht, ne? Mhm. Na gut, Leute. Dann beenden wir mal hier und wir sehen uns in einer neuen Folge wieder von Freitag, der 13. Also viel Spaß noch. Ciao. Tschüss.